Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Part 2 meines Let's Plays von Super Mario 3D World für die Wii U. Ja, mal wieder hat der fiese Bowser jemanden entführt, aber es ist nicht Prinzessin Peach, nein, es ist eine Art von Elfen- oder Feenprinzessin. Und zwar hier oben wurde sie voll fies in eine Flasche eingesperrt, das erinnert mich ein bisschen an Zelda. Aber ja, wie gesagt, Peach können wir hier ja selber steuern, deswegen würde das ja keinen Sinn ergeben, wenn sie entführt werden würde. Und ja, wie gesagt, ich habe schon die ersten drei Level komplett. Ich muss nämlich, wie gesagt, pro Level drei Grünsterne finden, einen Stempel und am Ende halt den höchsten Punkt des Fahnenmastes erreichen, dass ich eine Goldflagge bekomme. Das habe ich jetzt in den ersten drei Leveln geschafft. Dann habe ich noch diesen Football-Chuck hier umgenietet. Habe ich auch einen Grünstern bekommen und ja, wie gesagt, jetzt geht es weiter mit Level 4. Wasserspaß mit Plessy. Auf geht's! Genau, das hier ist Plessy. Ich glaube, der ist auch ganz neu für 3D World. Den kenne ich jedenfalls nicht von irgendwo anders. Auf dem können wir jetzt über den Fluss surfen. Oder schwimmen, je nachdem. So. So, reite auf Plessy zum Ziel. Bewege den linken Stick oder das Steuerkreuz nach oben zu beschleunigen und nach unten, um abzubremsen. Drücke B oder 2, um zu springen. Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springt Plessy höher und bewegt sich schneller, wenn alle Spieler mithelfen. Bereit? Dann los! Ach ja, und die altbekannte Rutschmusik aus Super Mario 64 ist auch geil. So, und hier gleich mal der erste Grünstern, jawohl! Also hier war es schon nicht mehr so einfach, hier alles zu erwischen, weil man mit dem ja leider nicht umdrehen kann mit Plessy. So, exzellent, kriege ich das? Jo, das kriege ich. So, ich glaube, hier musste man nach links. Ja, hier muss man nämlich rein, weil... Ah, der zweite Grünstein war nämlich hier. So, und weiter geht's. Ah, und da vorne ist der dritte Grünstern. So, den brauche ich auch unbedingt. Erwischt! Supi! So, oh, das war's ja schon wieder. Oh, schade. Ja, tschüss Plessy, hat Spaß gemacht mit dir. Danke fürs Mitnehmen. So, gab's hier jetzt eigentlich ausnahmsweise keinen Stempel? Ne, normalerweise... Gibt es aber in jedem Level einen Stempel? Hm, eigenartig. Habe ich gerade den Stempel nicht gekriegt? Merkwürdig, aber der wird mir hier irgendwie so gar nicht als Silhouette angezeigt. So, Achtung. Tada! Aber ich habe die Goldflagge! Okay, ich könnte sogar theoretisch schon zum Schloss gehen, aber... Oh! Ha, was haben wir denn da für eines? Ein einarmiger Bandit. So. Das ist aber die Frage, Moment mal. Was hier? Ne, hier habe ich echt einen Stempel nicht gefunden, voll dumm. Tja, kann passieren. Mache ich, wie gesagt, später. Aber seht mal, was wir hier haben. Hier haben wir jetzt einen einarmigen Banditen, wo wir uns extra Leben verdienen können. Wenn wir denn ein bisschen Glück haben. Spring gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten. Pro 100 Münzen, die du einsammelst, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Ja, also, wir sollten mindestens zwei gleiche Symbole irgendwie kriegen. Okay, gut, leider nur zwei, aber hey, gibt 100 Münzen! Da ist ein extra Leben drin. Yay, one up! Woo!
Ja, diese einarmigen Banditen, die tauchen immer wieder auf. Also... Aber trotzdem, wo zum Teufel war denn jetzt hier bitte der Stempel? Also es gibt, wie gesagt, eigentlich in jedem Level, ausgenommen jetzt bei solchen hier, gibt es Stempel. Warum habe ich den jetzt nicht erwischt? Bin ich da falsch abgebogen vielleicht? Naja, ist egal. Wie gesagt, ich mache das später. Oder? Nee, komm, die erste Welt wenigstens will ich komplett haben. Und zwar gleich beim ersten Mal. Komm schon. Machen wir das Ganze nochmal. Wasserspaß mit Plessy. Wie gesagt, das Einzige, was mir im Prinzip schmutzpiep egal ist, das ist die Punktezahl. Ja? Also ein Highscore oder sowas, das ist mir sowas von wurscht, weil das bringt einem eh nichts. Das sind einfach nur Punkte und nichts weiter. So. Vor allem ist die Musik so cool. Wo war denn nur der Stempel? Wo könnte er denn nur gewesen sein? Wo war der Stempel? Das ist doch wohl nicht wahr. War er vielleicht hier oben drauf? Nee, ich glaube nicht. Ah ja, rote Münzen gibt's auch wieder. Aber nur wenn man alle 8 erwischt, bringt dann das was. So, da oben war jetzt ein extra Leben. War der hier unten irgendwo? Muss doch irgendwo der Stempel gewesen sein. So, jetzt mache ich das mal hier drüben. Ach, der war hier drüben. Na, kein Wunder, den kann man gar nicht beim ersten Mal erwischen. Das ist doch eigentlich fies, oder? Weil entweder erwischt man den Stempel oder den einen grünen Stern. Beides geht irgendwie nicht, das ist irgendwie gemein. Naja, aber jetzt habe ich ihn. So, Top Speed. Wenn schon, dann alles. Ja, tschüss, Plessy. Ihr habt gesehen, das war irgendwie schon gemein, oder? Ich meine, das kann man ja gar nicht beim ersten Mal. Na, egal. So. Hätte ich den Stempel auch noch gefunden. Und das war der Plessy-Stempel. Ergibt irgendwie auch am meisten Sinn, nicht wahr? Also wie gesagt, die Punktzahl ist sowas von egal. Hauptsache, ich habe den Stempel. Okay, nee, wenn ich wirklich zufrieden sein soll, dann muss ich auch den Stempel jeweils immer finden. So, ich könnte wie gesagt schon zum Schloss, aber nein, hier haben wir ja noch einen Level und zwar... Schalter an, Manege frei! So, das ist tatsächlich ein Zirkus-Level. So, und hier muss ich erstmal alle blauen Fragezeichen auf gelbe Ausrufezeichen umändern, indem ich einfach einmal drauf springe. So. Und tschüss. Zack, und weiter geht's. So, fiese Bienen. So, hier könnte ich jetzt Glück oder Pech haben. Und, okay, gut. Nochmal eine Glocke. Ist jetzt kein Pech in dem Sinn. Ja, Sprungplatten gibt's hier auch. Schabadoin. Yay. So, hier muss ich jetzt aber aufpassen, weil der erste Grünstern ist hier seitlich versteckt. Ja, seht ihr? Ist doch irgendwie... fies, wenn man das nicht weiß, dann vergisst man den schon mal. So, jetzt geht's weiter. Oh, cool. Speicherflagge. So. Oh yeah! Da kriegen wir immer gleich Applaus. Sehr schön. So. Oh, immer wieder rote Münzen. Wollen in dem Fall bringen einem rote Münzen keine Grünsterne ein. Sondern Items oder manchmal glaube ich auch extra Leben. So, Feuer Mario.
So, frisst Feuer! So, Grünstein ist jetzt, glaube ich, wieder hier drin. In dem Bonus-Room. Ah, genau. Ah, hier muss ich den, glaube ich, einfach suchen. Und da ist er. Ey. Hep. Und hep. Oh, voll fies, Kamek. Gleich mal weggebounced. So, ein bisschen Bonuszeit. Habe ich das nötig? Bonuszeit? Brauche ich doch gar nicht wirklich. So, halt, ich will mit. Okay, Moment, ich warte, ich warte. Und wir warten, und wir warten, und wir warten immer noch. So. Alle Grünsterne erwischt. So, fehlt wie gesagt wieder mal der Stempel. Feuer! Ah, der Stempel ist dafür gleich hier oben, sehr gut. Das ist jetzt also kein Problem. Hopp, Vorsicht, ich will nicht... Ich will bloß nicht runterfallen. Jetzt schon in der ersten Welt verkacken, das wäre super peinlich. Ah. So, und nur zur Sicherheit, damit ich auch wirklich die Goldflagge bekomme. Genau. So muss das sein. Ah, und es ist der Katzenglockenstempel. So, jetzt haben wir hier allerdings noch einen, ja, kleinen Bonuslevel, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hier. Welt 1-Toadpilz, irgendwie so. Captain Toad will hoch hinaus. Hier können wir uns 5 Grünsterne verdienen. Dafür gibt es halt hier keinen Stempel. Und wir spielen hier auch tatsächlich Captain Toad himself. So, warte mal, was ist denn hier hinten noch? Was haben wir denn hier? Auch einfach nur Münzen, okay. So, den Level mache ich natürlich jetzt auch. Aber ihr seht, dies ist ein Einzelspieler-Level, für den das Wii U Gamepad benötigt wird. Du kannst den Controller im Menü wechseln, ne? Es gibt ein paar Level, wie gesagt, so wie den hier. Da muss ich gezwungenermaßen das Wii U Gamepad verwenden, weil ich jetzt hier mit dem Pro-Controller spiele, muss ich halt kurz wechseln, aber das ist kein Problem. Wir drücken Plus, kommen ins Menü und dann können wir hier sagen, wir möchten wechseln. So, möchtest du den Controller wechseln? Ja. So, drücke den angezeigten Knopf auf den gewünschten Controller, in dem Fall mein Wii U Gamepad, das ich jetzt gerade in die Hand nehme. So. Der Controller wurde gewechselt. Es geht ganz einfach, unkompliziert und schnell. So. Okay, jetzt steuere ich gerade mit meinem Wii U Gamepad und jetzt darf ich diesen Level auch machen. Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 Grünsterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe vom rechten Stick, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, indem du das Wii U Gamepad neigst. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Ja, also Kamera bewegen, wie gesagt, wenn ich jetzt mein Wii U Gamepad hier so, so neige, dann können wir hier ein bisschen die Kamera drehen. Ja, und ihr seht schon, er kann nicht springen. Er hat einfach zu viel Gepäck dabei oder was weiß ich. Das heißt, wir können die Grundsteine also nur rein durchlaufen und uns irgendwo runterfallen lassen einsammeln. So, hier haben wir gleich mal den ersten. Gut, rennen kann er wenigstens ein bisschen, er kann ein bisschen laufen. Die Musik ist auch irgendwie ganz toll. So, zweiter Grundstern. Und ich glaube, er kann einen gegnerischen Treffer kann er verkraften. Ah, da ist der nächste Grundstern. Wenn er aber dann nochmal getroffen wird, dann, ja, dann war es das für Captain Toad. Also, das heißt, Gegnern müssen wir ausweichen. So, und hier haben wir eine Pusteplattform. Also, wenn ich jetzt entweder spreche oder halt reinpuste. Also hier so, dann funktioniert das genauso. Muss ich gar nicht mal pusten, ich kann doch einfach reinquatschen. So, und hier ist der letzte Grundstein, damit habe ich es geschafft. Level beendet.
Und alle 5 Grünsterne gehören mir. Sehr schön. Ja, wenn du allein spielst, kannst du auch in anderen Leveln die Kameraperspektive verändern, indem du den rechten Stick bewegst. Probier es einfach aus. Und es wurde wieder gesaved. Gut, hier gibt es natürlich keinen Stempel, ist eh klar. Und auch keine Goldflagge, die kriegt man hier irgendwie eh automatisch, weil das, ja, wie gesagt, es ist halt so, wie es ist. Und ja, im Prinzip, das heißt, jetzt kann ich eigentlich wieder zurückwechseln. Ich persönlich spiele halt einfach lieber mit dem Pro-Controller, das ist ja jedem selber überlassen. Man kann ja auch mit der Wiimote spielen, die ich eigentlich auch besitze, aber da habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Ich nehme den Wii U Pro-Controller. So, Controller wurde wieder gewechselt. Und dann können wir wieder fortsetzen. So, mein Wii U Gamepad, das gebe ich wieder in meine Ladestation rein. So. Okay, ja, jetzt habe ich alles geschafft, bis natürlich auf das Schloss selbst. Und hier brauche ich mindestens 10 Grünsteine, um da überhaupt reinzukommen. Ich habe 21, also kein Problem. Nicht schlecht. So, und hier haben wir jetzt Welt 1-Schloss. Bowser gibt Gas. Tatsächlich. Ist nur die Frage, wie? Aber hier gibt es auch wieder 3 Grünsteine und einen Stempel. Und da müssen wir natürlich die Kleine hier noch retten, die mit den grünen Haaren, die in der Flasche feststeckt. Hoffentlich kriegt er da drin überhaupt Luft. Bowser gibt Gas. It's about time. Okay, der erste Schlosslevel und seht mal hier auch neue Gegenstände. Fußballbomben! Ganz schön verrückt, oder? Warum muss sich eigentlich immer überall alles um Fußball drehen? Das soll mir mal einer erklären. So, und hier haben wir einen grünen Sternenring, der grüne Münzen erscheinen lässt. Und wenn ich hier alle vor Ablauf der Zeit einsammle, bekomme ich einen grünen Stern, ja, also ist klar, rote Münzen bringen uns Items oder extra Leben ein und grüne Münzen grünen Stern, ist doch irgendwie logisch. So, war hier oben eigentlich irgendwas? War hier was? Ja, ein bisschen extra Bonuszeit. War hier sonst nichts? Nö, weil wie gesagt, ich kann immer mit meinem Finger über das Wii U Gamepad fahren, um irgendwie zu gucken, ob hier was versteckt ist, unsichtbare Blöcke oder sowas. Aber okay. Schon aufpassen. So, Achtung. Zack, bumm. Und da war der Stempel versteckt. Aua, fies. Blöder Goomba. Das geht immer gar nicht. So, Stempel gefunden. Und hier, was haben wir hier? Jetzt brauchen wir sowieso den Katzenanzug. Zack, 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 zack. Und ganz schnell hoch. Hier ist der zweite Grünstein versteckt. So sieht's aus im Puppenhaus. Tada. Nein. Moment, das will ich auch haben. Verdammt. Komm schon. Was ist denn hier? Achso, ein bisschen Geld. So, fiese Wundblöcke. Achtung. Bam. Aha. Ja, ich kann sogar an denen rauflaufen. Dem Katzenanzug, Katzenkostüm, aber Bonuszeit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nötig. So, warte mal, war hier oben auch noch irgendwas? Also, nee, oder? Moment. War hier was? Nee, hier war nichts. Oder? Nee, hier war nichts. War doch nichts. Oh, oh. Da ist nämlich der letzte Grünstern. So, gib ihn her, du blöder Gumbaru. So. Gut, alle Grünsterne, den Stempel habe ich. Das heißt, jetzt geht es ab zu Bowser, dem fiesen Fettsack. Und vorsichtig. Und Schuss und Tor! Treffer versenkt. Hier kriege ich sogar noch einen Pilz. Ja, warum noch nicht? So, auf zu Bowser. Ihr werdet gleich sehen, warum der Level heißt Bowser gibt Gas. Denn der hat, glaube ich, gerade richtig Spaß. Oh!
Ey, wie geil ist das denn bitte? Seit wann kann Bowser denn Auto fahren? Boah, der fährt ja gar nicht mal selber. Wer steuert dann eigentlich den Wagen? Immer schön nach vorne gucken. Ich finde das so geil, auf einmal hat Bowser voll so ein dickes, fettes Auto. So, wir müssen halt hier die Fußballbomben auf ihn zurückschleudern. So, zack. Na gut, wenn jetzt eine andere trifft, dann... Boah, Vorsicht. Ja, hin und wieder spuckt auch ein bisschen Feuer, der fiese Typi. Zack. Oh, das war daneben. Ich bin ja überhaupt nicht sportlich, also ich kann ja mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Zack, Treffer versenkt. So. Ja, das passt dir wohl nicht, hä? Das gefällt dir gar nicht. Oh, hey. Hier geblieben. Hier geblieben. Oh, Vorsicht. Das war's für Bowser. Fürs Erste, den haben wir natürlich nicht zum letzten Mal gesehen. So, hier kriegen wir jetzt noch ein bisschen Bonuszeit. Und da ist sie. Ja, hilf mir, ich krieg keine Luft mehr. Ja, ich komm ja schon, ich komm ja schon. So, hier natürlich auch wichtig, auch hier brauche ich die Goldflagge. Damit der Level hier 100% abgeschlossen ist. So, und tada! Und wir bekommen noch den Bowser-Stempel. Wunderbar. Damit wäre Welt 1 komplett. Ich habe gerade die kleine grünhaarige Fee hier befreit. Oder war das jetzt eine Elfe? Moment mal. Ich kann ja nämlich auch mit Minus kann ich eine Karte aufrufen. Ah ja, Karte des Feenlands. Also dann ist es eine Fee. Und ihr seht schon, hier sind die ganzen Welten da, wo ich sonst noch so hinkomme. Hier kann ich auch noch gucken, wie viele Stempel ich schon habe. Ja, gesammelte Stempel. Das sind verdammt viele. Ich glaube, es waren insgesamt 85 Stempel, die man in dem Spiel haben kann. Und natürlich noch umso viele mehr Grünsterne, die es hier gibt. Ne? Hier, Fortschritt. Ne? Welt 1 ist komplett. Ne? Ich habe überall alle Grünsterne. Inklusive natürlich dem Bonuslevel mit Captain Toad. Und überall eine Goldflagge, wo es möglich war. Und natürlich die Stempel gefunden. Wie gesagt, die Punkte ist das Einzige, was mir schnurzpiepegal ist, wie viel ich da jetzt habe. Das ist nur so, ja, just for fun halt. Aber das andere ist natürlich sehr wichtig. Also gut, Karte des Feenlandes, dann haben wir hier gerade mehr oder weniger eine grüne Fee befreit. Und ihr habt ja gerade gesehen, die hat uns hier gerade einfach mal so eine neue Röhre gezimmert, geklöppelt, wie auch immer, gebaut. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Wesen hier dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt Warbröhren gibt. Dass die vielleicht irgendwie erfunden haben, dass man hier zwischen den Welten reisen kann. Und ja, ich würde den Part jetzt eigentlich gerne beenden. Ich gehe noch ganz kurz hier durch die Röhre durch, ab in die zweite Welt. Genau, hier müssen wir auch wieder eine andere Fee retten, diesmal eine Blonde. Eine hübsche Blondine und ja. Warum ist eigentlich fast jedes Mal die zweite Welt eine Wüstenwelt? Kann mir das mal jemand erklären? Ich meine, das ist ja irgendwie immer so. So gut wie immer ist die zweite Welt eine Wüstenwelt und ihr seht schon, hier sind sehr viele Level wieder. Aber wie gesagt, das Ganze dann im nächsten Part. Da geht es dann weiter mit Welt 2. Mal sehen, wie lange ich dafür brauchen werde. Mit Welt 1 war ich ja relativ rasch fertig, aber später wird es natürlich viel länger dauern.
Ja, wie gesagt, das war Part 2 von Super Mario 3D World. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.